Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben heute die dritte Lesung und das ist auch gut so. Denn bei Gesetzen und insbesondere bei diesem Gesetz gilt ja das schöne Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und gestern im Ausschuss sind auch noch mal zwei wichtige Themen angesprochen worden. Zum einen ist die Frage aufgerufen worden, ob wir die Gerichtstage, wir haben ja jetzt hier seit Wochen darüber debattiert, ob diese Gerichtstage, die wir aus Vertrauensschutz in den Regionen für die Bürger im Gesetz verankern wollen, so auch gelingen können. Das war dankenswerterweise der Hinweis von der Kollegin Block. Und ich habe das auch nicht persönlich irgendwie als Bösartigkeit empfunden, sondern einfach mal als einen sachdienlichen Hinweis an der Stelle. Und ich bedanke mich auch für die Bereitschaft der Justizministerin, sich diese Frage einfach noch mal anzuschauen. So, ich sehe da gar keine Bedenken bei den Gerichtstagen, da diese Gerichtstage, und das war gestern auch noch mal eine Frage in der Anhörung, in der Ausschusssitzung, ja auch innerhalb der Gerichtsbezirke stattfinden und nicht irgendwo anders. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber alles, was wir vorsehen, findet in den vier Gerichtsbezirken statt. Und wenn man noch mal an die Anhörung denkt, wo das Thema ja auch aufgegriffen worden ist, kann man das eigentlich auch ablehnen aus gutem Gewissen? Wir hatten ja sehr viel juristischen Fachverstand in der Anhörung und da gab es schon auch die Frage, wie ist das eigentlich mit den Gerichtstagen? Wer legt da den Zuschnitt fest? Wie ist das eigentlich mit den Präsidien? Aber es ging eigentlich eher damit, ob eventuell die Präsidien die Gerichtstage leerlaufen lassen können. Also eher als Gegenargument, wo ich immer mich entspannt zurücklehne und sage, ich vertraue da auf die Kollegialität und die Effizienz der Arbeitsrichter, die das schon ordentlich einteilen werden. Aber der Punkt bei aller Kritik und bei allen Anmerkungen, die ja in der Anhörung war, ging nie dagegen, dass wir diese Gerichtstage nicht ins Gesetz packen können. Aber wie gesagt, lieber ein Gedanke mehr an der Stelle als weniger. Das zweite Thema, was gestern auch noch mal angesprochen worden ist, war die Überprüfung der Reform. Heute liegt ja auch der Entschließungsantrag der beiden Fraktionen vor. Und natürlich wissen wir, dass wir die Frage, wie wir diese Reform lösen können, dass es dafür auch andere Möglichkeiten gibt. Ich habe das ja gestern auch gesagt. Die Richter haben einen sehr guten Vorschlag auf den Tisch gelegt, die Gewerkschaften, die Linken haben noch mal gesagt, wir können uns das anders vorstellen, lasst uns das mit Außenkammern lösen. Und ich sage auch gar nicht, dass diese Vorschläge leichtfertig geschrieben sind oder unvernünftig sind oder man muss sie auch gar nicht bewerten. Aber wir als Koalition haben unseren eigenen Vorschlag auf den Tisch gelegt, für den wir auch stehen. Und wo wir die Argumente, das Modell über die Gerichtstage zu lösen, hier auch wiederholt und ausführlich vorgetragen haben. Und deswegen, und auch wenn das so ist, werden wir doch die Hinweise und die Argumente weder heute, wenn wir das beschließen, und sich eine Mehrheit dafür findet, weder heute vom Tisch noch aus den Köpfen schieben. Und selbstverständlich werden wir uns das ganz genau angucken, ob die drei Ziele, die wir mit dieser Reform erreichen wollen, nämlich Flexibilität, Wahrung der Arbeitnehmerrechte und sogar ein Mehr in der Fläche erreichen werden. Aber ob wir das, dann komme ich auch zum Ende, Herr Vizepräsident, bereits nach einem Jahr der Umsetzung schon evaluieren, erscheint mir doch persönlich etwas hastig und insofern werden wir den Entschließungsantrag an der Stelle auch ablehnen.